Vorteile von Hafer. Hafer gehört zu den gesündesten Getreidesorten und ist eine Pflanze, die zur Familie der Weizengewächse gehört. Seine Heimat ist bekannt als der Westen Asiens, der östlichste Teil Europas. Glutenfreier Hafer enthält Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und Antioxidantien, die für den Körper sehr wichtig sind. Der hohe Proteinwert der Ballaststoffe und sein ideal dosierter Kohlenhydrategehalt versorgen den Körper mit viel Energie. Haferflocken, die einen sehr hohen Nährwert haben, werden seit Jahren als körperliche und geistige Unterstützung aufgrund ihrer energetisierenden Eigenschaft verwendet. Hier sind ausgezeichnete Vorteile von Hafer, die weltweit am meisten konsumiert werden und die Königin der Getreide genannt sind. Erstens beugt Schilddrüsenprobleme vor. Hafer verhindert Hyperthyreose, da es Jod enthält, die der Schilddrüse hilft, richtig zu funktionieren. Auch dank der reichlich vorhandenen Mineralien von Zink, Eisen, Calcium, Phosphor, Kalium und Magnesium spielen sie eine große Rolle in der Funktion der lebenswichtigen Aktivitäten. Zweitens hilft dem Nervensystem. Hafer verbessert, enthält und gleicht dank des enthaltenen Vitamin-B-Komplexes die Funktion des Nervensystems aus. Es ist sehr reich an Vitaminen und ist auch sehr wichtig für das Nervensystem, weil es Vitamin E, B1, B2, B3-Komplex enthält. Die darin enthaltenen Mineralien schützen das Nerven- und Muskelsystem und beugen krampfartiger Erschöpfung und ähnlichen Beschwerden vor. Hafermehl hilft, ihre Gesundheit in Zeiten der Spannung, Angst und Depression zu erhalten. Drittens macht die Gewichtsabnahme einfacher. Haferflocken sind eines der besten Lebensmittel, die Menschen, die abnehmen wollen, zu sich nehmen können. Dank seines hohen Ballaststoffanteils erzeugt es ein Sättigungsgefühl und erleichtert die Verdauung von Abfallstoffen im Körper. Aufgrund der Tatsache, dass komplexe Kohlenhydrate länger satt machen, verhindert es eine höhere Kalorienaufnahme. Viertens gut für die Verdauung. Die im Hafer enthaltenen Ballaststoffe wirken leicht abführend, lösen den Stuhlgang aus und beschleunigen die Ausscheidung im Körper. Daher profitiert das Verdauungssystem am meisten von den Eigenschaften des Hafers. Es reduziert auch Entzündungen im Körper und beseitigt häufige Probleme wie Bauchschmerzen, Blähungen und Gastritis. Fünftens nährt die Haut. Hafer ist ein nützliches Lebensmittel, um den Hautton zu verbessern und Glanz zu verleihen und ist ein Muss für Schönheitsmasken zur Hautpflege. Darüber hinaus harmoniert Hafer, der eine entzündungshemmende Eigenschaft hat, perfekt mit ihrer Haut. Er enthält natürliche Reinigungsstoffe, sogenannte Saponine, und die Fett- und Bakterienrückstände, die sich in den Hautporen festgesetzt haben, entfernen. So verleiht er der Haut eine natürliche Weichheit. Sechstens sorgt für die Kontrolle des Diabetes. Der Blutzucker sinkt allmählich, da die in Haferflocken enthaltenen Fasern und komplexen Kohlenhydrate länger verdaut werden als einfache Kohlenhydrate und halten so den optimalen Blutzuckerspiegel aufrecht. Laut einer Studie, die in Heidelberg in Deutschland an Diabetikern durchgeführt wurde, senkt der Verzehr von Haferflocken den Blutzucker bei Patienten mit Typ-2-Diabetes deutlich. Siebtens Energiebooster. Haferflocken ist reich an Kohlenhydraten und liefert Energie für den Körper. Besonders lange Stunden geben die Energie, die sie brauchen, um diejenigen, die arbeiten und für die Prüfung vorzubereiten. Studien, die von der Cardiff University durchgeführt wurden, zeigten eine 10%ige Verringerung der Müdigkeit, einen Rückgang der Depression und eine Steigerung der täglichen Fähigkeiten von Menschen, die Hafer konsumieren. Studien zeigen, dass Hafer und Haferflocken viele Vorteile für die Gesundheit haben. Aber Vorsicht, reiner Hafer enthält kein Gluten, aber er kann sich bei der Verarbeitung oder in sehr engen Aussaatgebieten mit Weizen vermischen. Für diejenigen, die kein Gluten verzehren sollten, gibt es Hafer, der als rein oder glutenfrei zertifiziert ist. Diese Zertifizierung ist jedoch optional. Einige Marken enthalten möglicherweise tatsächlich kein Gluten, auch wenn sie nicht gekennzeichnet sind.